So, willkommen zu diesem Video. Es wurde sich sehr oft gewünscht, weil die Leute wahrscheinlich das nicht mitbekommen haben, dass ich das in dem vorletzten Livestream live geschaut habe. Und zwar ein Video von Mighty Matze mit hier Frau Olesch, die über Kohlenhydrate und Muskelaufbau reden. Und da haben viele wohl gedacht, dass man jetzt die Kohlenhydrate unbedingt benötigt, um Muskulatur aufzubauen. Und ich sollte doch mal nochmal was zu diesem Video sagen. Deshalb mache ich das jetzt nochmal extra, nicht aus dem Livestream heraus. Und wir gehen einfach das Video mal durch. So, es fängt erst ab Minute 4 ordentlich an. Und dann schauen wir einfach mal, was gesagt wird. Und entsprechend gebe ich einfach meine Meinung dazu ab. Also ich halte die Frau definitiv auch für kompetent. Das heißt, auch die anderen Videos, die ich gesehen habe, die erzählt jetzt keinen Blödsinn oder so. Die ist in vielen Sachen, ist sie tatsächlich auch, was so diese Bodybuilder-Mythen eben betrifft, immer einen voraus. Das heißt, die scheint sich damit auch deutlich intensiver zu beschäftigen. Deshalb habe ich gegen diese Frau eigentlich auch überhaupt nichts einzuwenden und wirkt auf jeden Fall sehr kompetent. Aber viele haben sich natürlich gewundert, warum dann hier die Kohlenhydrate als wichtige Substanz eben für den Muskelaufbau gesehen werden. Ja. Dann hat man sich mal gedacht, Anabol, das ist ja eigentlich was, was von dem Hormon Insulin ausgelöst wird, ein anaboler Stoffwechsel. Wenn man viel isst, viel Kohlenhydrate isst, viel Eiweiß isst, dann kommt es zu einer anabolen Stoffwechsellage, einer aufbauenden Stoffwechsellage und da ist Insulin das führende Hormon. Heute weiß man, dass das Insulin in erster Linie Proteinabbau verhindert und dann überwiegt der Proteinaufbau und dann ist es anabol. Also wir brauchen das Insulin nicht zwingend. Wir können also auch nur mit Fett Muskeln aufbauen. Also da hat es ja eigentlich schon gesagt, dass man die Muskulatur definitiv auch mit einer ketogenen Ernährung aufbauen kann. Würde das nicht klappen, gäbe es keine ketogenen Sportler in irgendeiner Weise da draußen, aber die gibt es ja auch und da ist ja auch der Beweis dann gegeben, dass man das kann. Und das Insulin wird ja alleine auch schon durch das Protein, was wir aufnehmen bei der Ernährung, entsprechend ausgeschüttet und eingelagert. Und das hat natürlich dann diesen proteinsparenden oder schützenden Effekt quasi, dass wir dem Aufbau entgegenwirken. Das andere Insulin, was wir dann natürlich oben drauf haben durch die Kohlenhydrate, das brauchen wir ja nur, um die Kohlenhydrate dann auch entsprechend in die Zellen zu bekommen, hat aber mit dem Muskelaufbau selber dann nicht mehr so viel zu tun. Dementsprechend ist es natürlich auch richtig, was sie hier dann in dem Zusammenhang sagt. Also könnte man im ersten Schritt sagen, ja, man kann. Mit einer ketogenen oder diese Atkins-Ernährungsweise, ja. Gab es ja auch mal so jemanden, der gesagt hat, braucht man nicht Kohlenhydrate. Genau. Also man könnte schon auch mit dieser Art und Weise Muskulatur aufbauen. Ja, wenn wir uns jetzt überlegen, was Muskelaufbau aber genau heißt. Muskelaufbau, also wenn man das jetzt auch misst mit diesen komischen Bio- und Bilanzmessungen, was alles gibt, ist immer ein mit Glykogen gefüllter Muskel. Hm. Also Muskelaufbau ist ja nicht nur Proteinstruktur, sondern immer auch mit Glykogen gefüllt. Das fehlt uns ja komplett. Also wenn kein... Also das hatten wir auch schon mal öfters, dass man natürlich mit berücksichtigen muss, gerade bei so DEXA-Scans und so, wo dann halt solche Leute wie unser Knicklicht dann hergehen und sagen, guck mal, die Leute haben in ketogener Ernährung Muskulatur verloren, was natürlich völliger Quatsch ist, weil sobald du Wasser und Glykogen eben aus dem Muskel rausziehst, kommt das bei so einem DEXA-Scan oder auch bei einer Bioimpedanzmessung einfach dazu, dass dir weniger Muskulatur angezeigt wird, obwohl deine reine Muskelmasse, also die Muskelzellen oder Fasern, natürlich genau die gleichen sind. Das heißt, du verlierst keine Muskelmasse, aber es scheint einfach so, weil natürlich das Wasser rausgeht. Genauso wie du einen dicken Klumpfuß hast, wenn du da Wassereinlagerungen hast, aber das nicht unbedingt bedeutet, dass du jetzt mehr Fuß hast oder so. Ne, also das ist natürlich auch richtig. Keine Kohlenhydrate da sind, kein Insulin da ist, dann können wir auch kein Glykogen aufbauen. Also es ist immer so, Und außer im Bodybuilding gibt es keinen anderen Sport, wo der Muskel einfach nur dick sein soll und keine Leistung bringen soll. Und wenn man eine Leistung mit der Muskulatur bringen soll, also eine intensive Belastung, Sprinten, keine Ahnung, irgendwas, dann muss Glykogen drin sein. Nur Aussehen geht vielleicht, aber Leistung bringen, nein. Da bin ich natürlich nicht ihrer Meinung, weil der Körper sich natürlich dann auch in einer ketogenen Ernährung, also grundsätzlich hat sie natürlich recht, dass der Körper auch Glukose benötigt für hochintensive Sachen, wenn ich jetzt 5 Kilometer laufe, aber der Körper ist eben sehr gut dazu, auch in der Lage, nach einer bestimmten Anpassungszeit das Ganze auch selber herzustellen, Alternativen zu finden, also Ketonkörper zu benutzen. Wir haben ATP, wir haben Kreatinphosphat. Das Ganze ist dann eben auch über eine längere Zeit so, dass der Körper die Glukose dann selber wieder einlagert und aufbaut. Und dementsprechend ist es natürlich grundsätzlich richtig, was sie sagt, aber man kann trotzdem die ketogene Ernährung dann nutzen und hochintensive Leistungen bringen. Das funktioniert beides sehr gut zusammen. Es gibt aber verschiedene Ernährungsberater und auch einige Ausdauersportler, die aber auf ihre ketogene Ernährung schwören und noch
meinen, sie würden damit bessere Leistung bringen. Was ich denen jetzt nicht unterstellen will, ja, kann ja durchaus sein, also, aber... Weißt du auch, wie die das machen? Also zum Beispiel Prinzhausen-Prinzip ist ein Buch, habe ich mitgeschrieben dran. Die machen Train Low, Compete High. Im Training machen die keine Kohlenhydrate, damit die Muskulatur und der Körper lernt, möglichst viel auf Fett zurückzugreifen, damit sie bei den langen Ausdauerbelastungen viel Kohlenhydrate sparen. Aber im Wettkampf laden die die Speicher auf, super Kompensation. Also ist auch doch ein Großteil der Ausdauer. Also das macht man mit einer ketogenen Ernährung, wenn man das jetzt über längere Zeit macht, macht man das natürlich nicht. Es gibt so Sachen wie Saltin-Diät oder ähnliches, wo dann eben wirklich Arne Gabius oder so ein, zwei Wochen vor dem Marathon jetzt eher Low Carb machen und sich dann in der Woche aufladen, damit sie dann entsprechend an den Start gehen. Ich persönlich würde das jetzt nicht machen, wenn ich die ketogene Ernährung über längere Zeit mache, denn dann wiegt man einfach auch wieder deutlich mehr, dann hat man wieder 2 Kilo mehr drin, also Glykogen, Wassereinlagerung, die Nahrungsmenge und so weiter. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du auf einmal 2 Kilo mehr wiegst und die musst du natürlich beim Laufen dann auch erstmal rumschleppen. Das heißt, wenn man eine ketogene Ernährung, also wirklich eine ketogene Ernährung macht, nicht so eine Saltin-Diät oder so, da macht man solche Ladephasen in der Regel eben nicht, dass man sich wieder voll auflädt und damit vollen Glykogenspeichern am Start steht. Das wäre eher kontraproduktiv, weil man ja auch seinen Wasserhaushalt, seinen Wassersalzhaushalt damit dann wieder durcheinander bringt und dann kann es eben sehr schnell dazu kommen, dass man Krämpfe bekommt, weil der Körper eben daran überhaupt nicht gewohnt ist. Also bei einer richtigen ketogenen Ernährung macht man diese Vollladephase eben definitiv nicht. Sportler besser damit bedient, auch mit Kohlenhydraten zu arbeiten. Eindeutig, also die Datenlage ist eindeutig. Wenn es zu intensiven Belastungen kommt, sind immer die Kohlenhydratspeicher essentiell. Kannst du keine vergleichbare Leistung bringen. Kennst du Kraftsportler oder Bodybuilder, die, wir reden ja jetzt nicht von einer Diätphase. Mhm. Ja, in der Diät kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man die Kalorien oder auch die Kohlenhydrate stark reduziert. Ja, kann man machen, ja. Da wird das mit Sicherheit auch eine Zeit lang gut gehen. Ja. Aber kennst du Bodybuilder, die eine Aufbauphase machen? Weil ich bin das ja von Kraftsportlern gefragt worden, nicht von Ausdauersportlern. Und ich habe halt gesagt, ich kenne keine Bodybuilder oder Kraftsportler. Doch, du kennst einen. Die auf Kohlenhydrate verzichten? Mhm, kennst einen. Er sitzt morgen bei uns im Kampfgericht. Echt? Der Murat. Der Murat? Ist das so ein Verfechter? Ja. Auch in der Aufbauphase? Mhm. Da hätte ich den fürs Video holen sollen. Ja. Schade. Mhm. Der ist bestimmt hier im Hotel irgendwo. Mhm. Aber mit Kohlenhydraten und mit gefüllten Glykogenspeichern hast du mehr Muskelaufbau als ohne. Das steht eindeutig fest. Also, dass man jetzt unbedingt mehr Muskeln aufbaut mit Kohlenhydrate, ist so natürlich erstmal fragwürdig, weil es gibt genug Studien, die gezeigt haben, dass es keinen Unterschied macht, wenn das Training entsprechend auch gleich ist. Es kommt aber darauf an, dass du entsprechend auch deine Kalorien reinbekommst und dein Protein reinbekommst. Das ist natürlich logisch. Es gibt ja sehr viele ketogene Leute, die auch so Muskulatur aufbauen, jetzt nicht nur Ausdauerläufer oder so, sondern eben auch Keto Gains oder so, oder Jason Whitrock hat jetzt auch ein Video rausgehauen, wo er eben gesagt hat, er fängt wieder mit Kohlenhydraten an, weil er eben einfach das Problem hat, dass er für den Muskelaufbau, für die Massephase in Anführungsstrichen, eben nicht die Kalorien reinbekommen kann, die er entsprechend dann mit den Kohlenhydraten vielleicht deutlich einfacher reinbekommt, weil es natürlich dann deutlich schneller möglich ist, die Kalorien auch reinzubekommen und man eben nicht so schnell satt ist durch die Kohlenhydrate. Dann hat man eben wieder relativ schnell Hunger, sag ich mal, mit Kohlenhydrate. Jeder wird es wahrscheinlich kennen. Und dementsprechend ist das schon eine einfachere Sache. Aber wenn alles gleich wäre, wenn ich es schaffe, die Kalorien eben zu decken, dann nicht im Defizit bin, dann sehe ich da eigentlich kein Problem, dass der Muskelaufbau jetzt mit Kohlenhydraten besser funktionieren sollte als eben ohne. Es gibt keinen Grund, keine Kohlenhydrate zu essen. Jetzt können ja nicht mit bösen Zungen behaupten, hallo Murat, der guckt das Video bestimmt auch Moment. Irgendwann. Jetzt können ja nicht mit bösen Zungen. Das steht eindeutig fest. Gefüllten Glykogenspeichern hast du mehr Muskelaufbau als ohne. Das steht eindeutig fest. Es gibt keinen Grund, keine Kohlenhydrate zu essen. Jetzt können ja die. Also, dass es jetzt keinen Grund gibt, keine Kohlenhydrate zu essen, da gibt es definitiv viele Gründe für, warum man auf Kohlenhydrate verzichten kann, auch natürlich als Sportler. Zum einen natürlich, dass du die ganze Zeit eben gleichbleibenden Energiespiegel hast. Du hast jetzt nicht immer diese Insulin- oder Blutzuckerschwankungen dann über den Tag, dass du dich dann eben auch, wenn du dich da vollgefressen hast mit Kohlenhydraten, dass du dich dann extrem müde fühlst danach, dass du nach dem Sport jetzt nicht immer wieder, vor allem wenn du 2-3 Mal am Tag trainierst, so wie es viele Profisportler eben machen, dass du immer wieder vollladen musst, damit du beim nächsten Training dann wieder die vollen Glykogenspeicher hast. Und man kann mit den Kohlenhydraten auch sehr gut gezielt eben arbeiten, dass man beispielsweise sagt, ich mache jetzt morgens eine lockere Einheit auf nüchternem Magen oder sowas,
Und die dann eben ohne Kohlenhydrate, solche Sachen kann man natürlich auch dann entsprechend im Aufbau nutzen. Weil wenn ich darauf verzichte, habe ich natürlich auch viele Vorteile, die ich mit Kohlenhydraten dann nicht habe. Beispiel Autophagie wird deutlich mehr angeregt oder dadurch, dass eben die Fettverbrennung angeregt wird, habe ich mehr Bildung von Mitochondrien, von Blutgefäßen dadurch auch und so weiter und so fort. Das heißt, ich erhöhe meine Ausdauerleistung und dadurch natürlich auch eventuell die Möglichkeit, mehr trainieren zu können, mich schneller regenerieren zu können, weil Ketonkörper auch antientzündlich wirken etc. etc. Also sehr viele Sachen, die ich jetzt nicht hier einzeln erläutern will, mache ich in einem Extra-Video nochmal, die man natürlich nutzen kann. Und deshalb gibt es sehr wohl viele Gründe, wo man natürlich auf die Kohlenhydrate dann auch verzichten kann, um diese Gründe dann auch zu nutzen, wenn sie für einen wichtig sind. Ich mit bösen Zungen behaupten, hallo Murat, der guckt das Video bestimmt auch irgendwann, der ist ja dünn, der hat jetzt auch nicht so viel Muskeln, also und baut er noch Muskeln auf oder hält er nur seine Form? Ich meine, Murat sieht immer geil aus. Ja, das, ohne Frage. Aber ich würde ihn dann jetzt fragen, ist überhaupt ein Interesse noch Muskeln aufzubauen? Das weiß ich nicht. Weil er sieht ja jetzt schon seit vielen Jahren, ja, wie gesagt, er sieht super aus, aber er sieht halt auch seit vielen Jahren gleich aus. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn du jetzt nochmal von der 90-Kilo-Klasse ins Superschwergewicht willst, dass du dann ohne Kohlenhydrate gut fährst. Also würde ich keinem Sportler empfehlen. Und jetzt musst du nochmal davon ausgehen, dass ein Sportler, der ins Superschwergewicht will zum Beispiel, eine gute Genetik haben muss. Und jemand mit einer guten Genetik wird immer gut mit Kohlenhydraten fahren. Immer. Also mal ganz davon abgesehen, für mich. Also natürlich ist es so, dass wenn du jetzt ich sag mal auch das Maximum an Pralität oder Muskelmasse, man muss sich ja vorstellen, wenn die Leute da mit 100, 120 Kilo oder was dann eben auf die Bühne gehen, dass sie natürlich so viel Muskelmasse mit haben, wenn die sich einmal vollladen, haben sie auch gleich wieder 2, 3, 4, 5, wenn nicht sogar noch mehr Kilo natürlich drauf. Und das sieht man natürlich dann auch entsprechend, weil der Muskel praller wirkt durch die Kohlenhydrate. Und wenn ich auf die Bühne gehe und das Ziel ist es natürlich, möglichst pralle Muskeln zu haben in einem Wettkampf, weil das natürlich ein optischer Wettkampf ist und kein Leistungswettkampf in der Hinsicht, ist es natürlich logisch, dass ich dann Kohlenhydrate am besten lade, um dann eben diesen visuellen Effekt zu haben. Das ist natürlich logisch. Und dann ist es natürlich so, dass die Leute, die dann im Superschwergewicht oder was auch hier dann beim Profi damit sind, dass die natürlich auch alles oder ich weiß nicht jetzt wie viele, aber die meisten sind definitiv davon unterstützte Athleten. Und wenn die dann eben Hormone ballern oder entsprechend Insulinspritzen oder sowas, natürlich, das geht nicht ohne Kohlenhydrate. Das heißt, ich muss da natürlich dann auch entsprechend die Kohlenhydrate nutzen, um erstmal die Kalorien reinzubekommen, weil ein 120 Kilo Schwergewicht, der muss erstmal die Kalorien fressen können aus einer ketogenen Ernährung und das wird so eben extrem schwierig. Wäre es halt wirklich nichts, weil ich liebe halt Kohlenhydrate und mir schmeckt halt auch kein Fett, ich bin kein Fettesser. Ich mag keine Avocados, ich bin auch nicht so der Typ, der Nüsse isst oder fetten Speck oder so. Avocados soll man auch nicht essen, ökologisch nicht vertretbar. Sie brauchen über 2000 Liter und die ganzen Kleinbauern, die werden davon Grundwasser abgeschnitten. Da habe ich ja jahrelang was Gutes getan. Ja, genau, ich auch kein Avocado. Was ich mit meinem riesigen Fleischkonsum da wieder schlecht gemacht habe, da muss ich natürlich auch dazu stehen. Mhm. Aber wie gesagt, ich könnte es allein vom Kopf her nicht, weil ich halt auch so ein Kohlenhydrat-Junkie bin. Ich liebe natürlich Haferflocken und Nudeln. Und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass wenn ich gut Kohlenhydrate gegessen habe, ich halt auch leistungsfähiger war. Und gerade diese Bodybuilding-Pseudonyme, sowas wie prall und voll, und das habe ich halt auch nur mit Kohlenhydraten gehabt. Geht am allerbesten in der Kombination aus Kohlenhydraten und gesättigten Fetten, dass man die intramuskulären Fettspeicher auch noch auffüllen kann. Das wäre auch so ein paar Prozent. Das ist auch so eine Sache, die sie natürlich anspricht, dass das intramuskuläre Fett quasi sich natürlich erhöht. Das passiert auch bei einer ketogenen Ernährung. Das heißt, das hat man da natürlich auch, dass entsprechend der Körper sich anpasst und statt der Kohlenhydratspeicher, Glukosespeicher, dass er dann natürlich Fett in der Muskulatur einspeichert, was er dann natürlich relativ schnell auch nutzen kann und nicht erst aus dem Fettgewebe in irgendeiner Weise bereitstellen muss, sondern da kann es natürlich auch dazu kommen, dass der Muskel hier sich natürlich anpasst und wir dadurch auch schneller Energie zur Verfügung haben, das ist natürlich klar. Aber was hier Matze dann erzählt, dass man sich natürlich praller fühlt, dass alles natürlich sich auch vielleicht in Anführungsstrichen besser anfühlt und man einen besseren Pump hat beim Training. Das ist natürlich logisch, das ist klar. Man kann aber auch versuchen, das Ganze auf andere Art und Weise dann zu erreichen mit einer ketogenen Ernährung, indem man dann vielleicht mit Salz spielt, indem man dann solche Pump-Sachen wie wie Arginin oder sowas mit reinbringt, ne, Citrullin oder sowas, kann man natürlich versuchen, rein für den Sport, für den Muskelaufbau hat es aber relativ wenig Bedeutung, ob ich jetzt einen Pump habe oder nicht. Das ist ja nicht das Entscheidende. Muskulatur? Ja, machen die Ausdauersportler ja auch. Muskulatur besteht ja überwiegend aus Wasser, Eiweiß, ein paar Kohlenhydraten, aber auch ein bisschen Fett. Ja, unbedingt.
Also das, was man sonst nie darf, gesättigte Fette essen, das darf man hier auch auf jeden Fall. Mache ich auch immer mit meinen Athleten, fragen sie sich immer, warum essen die alle Butter? Also, die Frau hat auf jeden Fall Ahnung. Kiste gegriffen. Ja. Aber wäre vielleicht was für ein anderes Video, wenn ihr das sehen wollt. Verraten wir jetzt hier nicht, weil hier geht es ja um Kohlenhydrate. Genau, aber Kohlenhydrate, die, also wenn man jetzt auch noch diese Cortisol-Geschichte im Auge behalten will, bisschen umstritten, aber man sagt ja auch, dass das Insulin der Gegenspieler vom Cortisol ist. Cortisol ist ja das einzige Hormon, was alles abbauen kann, auch Muskeln. Jetzt kann man auch sagen, Whey-Protein macht auch eine Insulinausschüttung, die so hoch ist, wie man von Kohlenhydraten kriegt. Also wenn man genug Eiweiß isst, hätte man das auch. Aber es ist trotzdem diese ganze Geschichte mit dem Insulin und den gefüllten Glykogenspeichern, da geht nichts umhin, gerade in einem Sport wie Bodybuilding, wo es um Plastizität geht. Mhm. Wie gesagt, wie sie sagt, das Optische ist natürlich das Entscheidende. Aber mit dem Cortisol und dem Insulin, da hat sie auch definitiv recht, weil wenn du dich jetzt im Training, also einige Leute haben auch Probleme, dass sie nach dem Training quasi dann unterzuckern. Und das passiert natürlich auch deshalb, weil der Körper durch die Gluconeogenese, wenn man jetzt Ketogen jetzt voll reinhaut, eine Stunde volle Pulle trainiert, dann ist es natürlich auch so, dass der Körper diese Kohlenhydrate irgendwie schnellstmöglich wieder herstellen möchte. Gluconeogenese betreibt, das natürlich auch entsprechend ein Stressfaktor ist für den Körper. Und dann kann es auch mal schnell passieren, dass man dann unterzuckert und so eine kleine Kohlenhydratgabe nach dem Training, wie eine Banane oder sowas, kann da eigentlich schon helfen, um dem Ganzen dann entgegenzuwirken. Genauso wie bei Leuten, die bei einer ketogenen Umstellungsphase, das passiert gerade auch eben in den ersten ein, zwei Wochen, dass die Leute dann schlecht einschlafen können, das ist natürlich dann auch zusammenhängend mit dem Cortisol, mit den Stresshormonen. Und da kann es tatsächlich auch helfen, wenn man dann vielleicht vor dem Schlafen mal so 5 oder 10 Gramm Kohlenhydrate in Form von einer Banane oder sowas eben zuführt, dass man da das Ganze eben wieder absenken kann. Aber da benötigt man nicht viel. Das ist relativ wenig, was man dann benötigt, um Cortisol eben auch wieder runterzubekommen. Aber es ist ganz normal, dass beim Sport eben auch diese Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist... Können wir gerne ein extra Video nochmal machen. Keine Chance. Okay, und was bei mir auch abschließend nochmal so ein Punkt ist, aus meiner Sicht, und ich bin jetzt nicht der Wissenschaftler, sondern der Laie, während du das ja wirklich viele Jahre studiert hast und auch mit dem Doktortitel abgeschlossen hast, bin ich ja echt so, ich bin so eine arme Wurst hier. Auch vom Kopf her verstehe ich halt nicht, Professor. Weil, Professor, stimmt, Professor Dr. Martina Ohlisch. Ja, ich kann mich an die Zeit erinnern, als du an der Universität unterrichtet hast, jetzt haben wir es aber richtig rausgehauen, als du an der Universität unterrichten hast, da durfte ich dich sogar mit Frau Professor ansprechen. Aber jetzt nochmal, aus meiner Laiensicht ist es halt auch so, dass ich mir immer denke, wenn der Prozess im Körper doch so einfach ist, mit den Kohlenhydraten zu arbeiten für den Körper, warum soll ich ihnen dann diesen schweren Prozess geben, wo er all diese Dinge umwandeln muss, wo er dann das Fett erst umwandeln muss in Energie, und er braucht ja irgendwo auch diese Energie, er braucht ja auch letztendlich irgendwie Zucker oder Ketogenkörper. Ja, oder dann das Eiweiß, das er umwandeln muss, natürlich, weil ich in hohen Mengen zu mir nehme. Dein Gehirn braucht jeden Tag 150 Gramm Kohlenhydrate. Die müssen irgendwo herkommen. Und die kommen aus dem Abbau von Aminosäuren. Das heißt also, du musst auf jeden Fall schon mal so viel Aminosäuren. Also das Thema hatten wir ja schon. Erstmal bei einer ketogenen Ernährung kannst du natürlich extrem runtergehen mit deinem Kohlenhydratbedarf. Da hast du eben dann nur noch deine 40, 50 Gramm Kohlenhydrate, die du unbedingt benötigst für Gehirn, weil du natürlich die Ketonkörper als Alternative hast. Und so viel an Protein wird jetzt gar nicht bei der Gluconeogenese umgewandelt. Das hatten wir auch in dem letzten Video schon, wo das dann eben ein sehr geringer Teil ist, vielleicht 5 oder 10%. Und das kommt ja auch nicht unbedingt aus der Muskulatur, sondern auch aus Abfallstoffen oder der Ernährung. Das heißt, da sollte man sich auch als Bodybuilder jetzt keine Sorgen machen, dass der Körper da die ganze Muskulatur abbauen würde, um eben Kohlenhydrate essen, herzustellen. 150 Gramm für Kohlenhydrate umwandelt. Mhm. Da kann ich doch gleich Kohlenhydrate essen. Ja, das ist halt immer das, was wir von der Logik so her wieder... Also wenn, dann muss man ja dann auch sagen, dass dann eigentlich diese 150 Gramm Kohlenhydrate ja auch völlig ausreichend wären. Das heißt, ich kann natürlich immer noch Low Carb fahren, nehme dann einfach diese 150 Gramm Kohlenhydrate auf, die der Körper dann vermeintlich unbedingt benötigt, wenn ich jetzt nicht voll ketogen gehen möchte. Das mache ich bei einer ketogenen Ernährung ja auch. Wenn ich diese 50 Gramm Kohlenhydrate benötige fürs Gehirn, für rote Blutkörperchen und so, dann, ich esse ja am Tag meine 20, 30 oder 50 Gramm Kohlenhydrate. Kann ich ja machen. Ich muss ja nicht zwangsweise auf 0 Kohlenhydrate runter. Das macht ja keiner. Oder relativ wenig, weil es auch sehr schwer wäre. Sprich, wenn es auf den Körper so einfach ist, mit Kohlenhydraten umzugehen, warum muss ich erst so einen Umweg gehen? Aber gut. Also die Begründung dafür, warum man das natürlich macht, das wäre nochmal ein extra Video wert. Ein paar Sachen habe ich ja schon angeschnitten, findet ihr auch auf meinem Kanal, Gründe für eine ketogene Ernährung. Sonst würde ich es ja auch nicht machen, wenn es jetzt einfach keine Begründung dafür gäbe. Da gibt es ja sehr, sehr viele Gründe dafür, warum ich das über diesen Umweg dann machen sollte.
Gut, wahrscheinlich werden alle Fans der ketogenen Ernährung da ihre eigenen Theorien haben, was ihnen auch gegönnt ist. Ja. Aber wir sprechen ja hier wirklich nur aus Erfahrungswerten im Bodybuilding und Kraftsport. Und was vorteilhaft ist, dass man immer eine exklusive andere Ernährungsweise machen kann, ist ja kein Problem. Und wenn ich eine Frau bin, die sowieso vielleicht ganz wenig Kalorien hat und dann vielleicht so 80 Gramm Kohlenhydrate, dann würde ich sagen, komm, auf die 80 Gramm verzichte ich, dann mache ich gleich ketogen. Auch noch ein sehr interessanter Punkt, vielleicht muss man auch wirklich noch differenzieren, wie viel Energie ich meinem Körper bereitstellen muss. Wenn ich jetzt ein leichter Athlet bin mit 80 Kilo, 70 Kilo, Mans Physikathlet oder so, die halt diese Fitnessmodels, die kommen mit ganz anderen Energiemengen klar und können es vielleicht auch eher im Körper ausgleichen. Also wenn wir jetzt von einem Strongman reden, die teilweise an die 200 Kilo wiegen oder 150 Kilo, 2 Meter groß sind, oder Schwergewichtsbodybuilder ab einem Gewicht von 95, 100 Kilo. Ja. Wie viel Fett will der essen? Brutal, auch ein bisschen eklig. Aber wie gesagt, bei Frauen, da funktioniert das sehr gut. Bei manchen Erkrankungen funktioniert es sehr gut. Also ketogene Ernährung hat auf jeden Fall ihre Bedeutung in der Ernährung. Aber das hat nichts mit dem Sport zu tun. Also wenn man Sportler ist und intensive Leistungen bringen will oder plastisch aussehen will, dann fährt man besser mit Kohlenhydraten. Also, ihr habt es gehört. Gut, also das war es dann zu dem Video. Ich denke mal, ich habe jetzt zu allen Punkten oder allen Argumenten, die jetzt hier vorgebracht worden sind, meine Meinung dazu getan. Also wie gesagt, grundsätzlich kann man hier natürlich auch nichts Falsches sehen. Sie haben wahrscheinlich diese ganzen Gründe gar nicht auf dem Schirm, warum man jetzt die ketogene Ernährung auch im Sportbezug machen kann. Man kann auch intensive Leistung ohne Probleme mit einer ketogenen Ernährung bringen. Das ist auch zum einen natürlich die Studien bewiesen und habe ich euch auf meinem Kanal auch schon öfters mal gezeigt. Ich habe ja auch Spiroergometrien gemacht auf dem Laufband, wo ich da mal wirklich mit 0 Gramm Kohlenhydrate gelaufen bin und einfach deutlich bessere Leistungen gebracht habe. Ganz zu schweigen von einer niedrigen Laktatschwelle, und also einer höheren Laktatschwelle und solche Sachen, dass man natürlich da sehr viele sportliche Vorteile auch rauszieht, selbst bei hochintensiven Einheiten, ist das natürlich dann eine Sache, die man da gerne nochmal diskutieren kann. Und wenn euch das da näher interessiert, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten habt ihr jetzt nochmal das Video ordentlich durchgegangen mit mir zusammen und ich hoffe, damit seid ihr dann eben entsprechend zufrieden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder wenn sonst irgendwie Matze oder wer auch immer mal darüber diskutieren möchte, warum man wie, wo, wann eine ketogene Ernährung durchführen kann, bin ich natürlich immer gerne dafür bereit, da auch meine längere Meinung zu äußern. Bin ja auch auf der FIBO unterwegs, aber da hat man ja auch wenig Zeit dann. Ich denke mal, so ein Video könnte man im Livestream auch gerne mal machen. Das war's dazu. Wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, dann hier einen Daumen nach oben geben. Ansonsten findet ihr unten auch Patreon. Die Kanalmitgliedschaft könnt ihr auch aktivieren, wie ihr wollt. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere solche Videos habt, die ich mal durchgehen soll, dann schickt sie auch gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich gerne. Also Daumen hoch, kommentieren und gerne auch teilen. Bis zum nächsten Video.